Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Werdet Irre in der Irrenanstalt. So, sorry, ich habe jetzt gerade wieder ein bisschen die Stimme vernommen, weil ich gerade was getrunken habe. Und weil ich, wie gesagt, hier nicht ganz so klar komme auf das ganze Spiel hier, auf alles, was passiert. Die ganze Scheiße, die ganzen Schreckmomente. Aber ich versuche mal jetzt wieder ein bisschen klaren Kopf zu fassen und ein bisschen Spannung wieder reinzubringen. Noch mehr Spannung, als sowieso schon besteht. Jedenfalls, wir befinden uns immer noch in der Nervenanstalt und in dieser Heilanstalt in Moira. Haben schon sehr viele kranke Sachen entdeckt, sehr viele kranke Sachen gelesen. Aber das ist natürlich noch nicht der Schluss dieses ganzen Teils hier. Und jetzt machen wir hier den Weg auf, den kürzesten Weg. Und hier habe ich mich das letzte Mal erschrocken. Das war die erste Begegnung mit einem Patienten. Und zum Glück weiß ich, dass uns hier nichts passieren wird. Wir gehen nämlich jetzt durch die Tür durch. Und dann ist der Typ da einfach weg. Deswegen ist das einfach halb so schlimm. So, aber natürlich gibt es auch genügend Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. Vielen Dank an den Zuschauer, der mich darauf hingewiesen hat, dass es doch schade ist, dass ich hier nicht jeden kleinsten Millimeter dieses Spiels erkunde. Kriege ich mir die Karte an. Wir sind nämlich hier irgendwie außenrum quer und hast nicht gesehen, so scheiße. Hier unten können wir schon auch noch lang, dass wir hier runtergehen und dadurch und dann da oben rauskommen. Oder irgendwie sowas, aber das mache ich nicht. Das werde ich nicht machen, das könnt ihr vergessen. Ich habe jetzt schon genügend Scheiß erlebt. Gehört, gesehen, gelesen. Und jetzt geht's erst einmal. Ah. Geschichte Nummer 3. Na, da sind die Dinge noch vollständig. Und dennoch hat die Heilanstalt von Moira durchaus auch mit Problemen zu kämpfen. Die immerwährenden Küstenwinde sorgen für eine Atmosphäre der Melancholie und Bedrängung, die die erdverbundeneren Gebäude der Stadt nicht haben und wegen des Durchzugs und anderer Unannehmlichkeiten auch gar nicht wollen. Das Personal ist dennoch stets höflich und guter Dinge, was ihm hoch anzurechnen ist. Das Erstaunlichste jedoch ist die fruchtbare Erde der Insel, auf der die Heilanstalt steht. Sie hat zahlreiche Wildblumen zum Erblühen gebracht, die es in den sogenannten zivilisierten Gefilden, an die wir uns gewöhnt haben, nicht mehr gibt. Wenn jemand von euch alle Geschichten am Stück durchlesen will, um zu erfahren, ob ihr vielleicht einen Zusammenhang besteht oder um nochmal ein klareres Bild zu bekommen, da bitte habt ihr, macht einfach Pause, lest euch das durch. Vielleicht erfahrt ihr was oder entdeckt ihr was, was ich noch nicht entdeckt habe. Und teilt das dann mit mir, beziehungsweise mit uns, einfach in den Kommentaren. So, weiter geht's. Halte E. Hier geht's in den nächsten Bereich rein. Schleife ich mal weiter an diese Betten vorbei, an diesen Balken. Hier scheint irgendwas verbarrikadiert worden zu sein. Wieso, wissen wir nicht. Aber wir werden es vielleicht bald erfahren. Begib dich hinunter zum Behandlungsstockwerk. Wir waren jetzt nämlich in den Aufenthaltsräumen, bei den Zellen der ganzen Insassen hier. Und machen uns jetzt in den Behandlungsbereich dort, wo beispielsweise Schwester Orbermill geschrieben hat, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht und dass sie niemanden wünscht, dort hinunterverbannt zu werden, weil sie weiß, was dort passiert. Aber wir nehmen uns jetzt erst einmal diese Spritze hier. Lesen uns dieses Dokument durch. Kapitel 5. Ups. 27 von 42. Vertraulichkeit. Mit dem Passieren dieses Punktes tritt eine Vertraulichkeitserklärung in Kraft. Die experimentellen Techniken bleiben das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Wer diese Techniken kopiert, macht sich gemäß des Medizingesetzes von 839 NR des Verrats schuldig. Die ganze Scheiße hier unten ist also noch patentiert. Naja, weiter geht's. In den Operationssaal, in den... Oh. In den Behandlungstrakt. Die Tür mache ich hier mal zu. Und... So, alter Scheiße. Ey. Ich wollte nur gucken, ob ich im Fall schießen. Alter. Garrett, ich rutsche! Ah! Garrett!
Gib mir die Kralle! Ach du Scheiße. Also jetzt ohne Scheiß ein riesen Kompliment an die Soundtechniker, an die Soundingenieure, die hier diese ganze Scheiße fabriziert haben. Diese ganze Geräuschkulisse, die Musik, die zerbrechenden Sachen, die Stimmen. Wow. Alles, die habt ihr nicht gesehen. Die ganze Scheiße hier. Quer rum, links, rechts, oben, unten. Alles, was passiert. Ohne Scheiß, Riesenrespekt. Das macht mich richtig irre hier. So, bevor ich das hier aufnehme, setze ich mich mal ein bisschen anders hin. So. Moment. So, ich hoffe, man hört mich jetzt noch gut. Hallo, Test, Test. Ja, doch, müsste eigentlich. Moment, noch mal ein bisschen. Ich konnte mich nicht die ganze Zeit so da sitzen. Na? Und so. Alles klar. Weil ich nämlich hier sonst Krämpfe im Nacken kriege oder so eine Scheiße, weil ich irgendwie komisch da gesessen war. So, dann heben wir uns jetzt mal diese Lupe auf. Okay, damit erwartet uns nichts. Ich habe gedacht, da kommt jetzt irgendein Event wieder. Alter, diese Geräusche. Und als kleiner Spoiler, diese Geräusche sollen euch schon mal warm machen auf das, was uns tiefer hier unten in der Heilanstalt von Moira erwarten wird. Und ich glaube, so weit ist es gar nicht mehr hin. Gut, okay. Dann werde ich jetzt mal eben diesen Knopf hier drücken und den Bogen zücken. Okay, es ist nichts passiert. Die Tür ist zu. Dann hüpfe ich mal da runter. Hallo, E? Kann ich mich da nicht irgendwie... Ah, okay, Leertaste. Gold. Eine Goldlupe. Ey, Garrett, hör auf mit den Geräuschen. Ohne Scheiß, du machst mir selber Angst. Okay, dann drücke ich jetzt nochmal auf den Knopf. Und hier passiert scheinbar nichts. Okay, da unten wäre aber noch was, soweit ich weiß. Aber dafür müsste der Aufzug hier nach oben. Moment, ich gehe da nochmal runter einfach. Kann ich irgendwie die Seite runterfallen oder springen? Nee. Komisch. Okay, dann halt nicht. Alter, hör auf mit den Geräuschen. Medical Experimentation in Progress. Finde Raum 3F. Und meine Freunde, hier in diesem Bereich ist jetzt richtig die Kacke am Dampfen. Gucken wir mal da rein. Halte E. Alle tot. Alle bis auf die Schatten. Die Schatten haben sie geholt. Die Schatten waren hungrig, seit sie uns verließ. Okay. Was ist das? Electrotherapy Chamber. Hier wurden also Leute mit Elektrizität, mit Strom beeinflusst. Ich drücke mal auf den Knopf hier. Okay, passiert nichts. Das scheint deaktiviert zu sein, das ganze Zeug hier. Was ist das? Hydrotherapy Chamber. Hydro. Ich weiß nicht, ist das jetzt Luft oder Wasser? Hier war ein Typ drinne gehangen, da unten war Wasser drinne und er wurde einfach abgesenkt. Wobei ich fraglich bin, was diese ganzen Sachen hier wirklich therapieren sollen. Das Einzige, was sowas... Oh mein Gott. Sie tun mir weh. Alter. Viel zu viel Schmerz. Das Einzige, was das hier erreicht, ist eine Gehirnwäsche. Lobotomy Room. Okay, das ist auch eine krasse Scheiße. Lobotomie. Hier unten ist... Ich weiß nicht, ob das Blut ist oder Öl. Scheint Öl zu sein, sonst wäre das hier nicht so gefärbt zum Auslösen. Alter, macht doch nicht so eine große... Alter, macht doch nicht so eine... Ah, Geräusche. Ah, die können es doch eh nichts. Puh.
Okay, was ist das? Operating Room. Was wurde hier operiert? Ach, der Operationsraum, okay. Alter. Ich hab das gewusst, aber ich habe mich trotzdem ein bisschen erschrocken. Aber stellt euch diese Scheiße mal in echt vor. Ihr seid in so einem verlassenen Gebäude. Werdet reingeworfen, das heißt einfach, kommt hier raus. Da ist nichts, kommt hier raus. Sucht einfach den zweiten Ausgang. Und ihr bewegt euch hier rum, seht diese ganze Scheiße hier, diesen kaputten Mist auf dem Boden, lauft durch irgendwelche Pfützen, die ihr nicht zuordnen könnt, und schaut aus ängstlichem Interesse, weil vielleicht ist ja ein weiterer Weg. Schaut in so einen Raum rein. Alter, kannst du ihm aufhören? Diese Türen brauchen Energie. Hier steht sicher irgendwo ein Generator. Ja, und stellt euch vor, ihr schaut einfach in so einen Raum rein, weil ihr wissen wollt, ob sich da vielleicht der zweite Ausgang befindet. Aber da ist nichts drinne. Dann schaut ihr weg, dreht euch rum, geht weg. Und auf einmal klopft es an der Tür. Hinter euch, obwohl ihr da eben erst reingeschaut habt und sich da nichts befindet. Haltet eh. Und das ist jener Raum. Experimental Treatment. In diesen Raum müssen wir uns begeben. Moment, hier geht's weiter. Dann sammle ich mal gleich die ganzen Sachen auf. Inventar ist voll. Schloss knacken. So. Leuchtbomben. Leuchtbomben können wir vielleicht noch gebrauchen. Die sind gut, um Verfolger abzuschütteln. Fluchtnotiz. So, was ist hier drin? Schloss knacken. Ah ja. Hier, meine Freunde, befindet sich eine Falle, die ich letztes Mal leider nicht gesehen habe und mich deswegen fast gekillt hätte. Jetzt weiß ich aber, wie das ausgeht, und deswegen entschärfe ich die, bevor ich den Schrank hier bediene. Oh Mann, ey. Was ich für euch antue. Aber zum Glück gab es diese ganzen Schreckmomente nur am Anfang. Die ersten paar Folgen. Na, was ist das denn, hallo? Entnahme der Urkraft. Oh, die Urkraft. Aber zum Glück gab es diese ganzen Schreckmomente scheinbar nur am Anfang, die ich nicht gesehen habe. Die ich umgangen habe. Und ich hoffe, jetzt kommen keine mir unbekannten Schockmomente auf mir zu. Ich werde jetzt trotzdem alles, dieses komplette Kapitel durchspielen, damit wir einfach einen Zusammenhang haben. Einen Zusammenhang haben. So, aber erst einmal ist ein weiteres kleines Lesestündchen mit Flo. Entnahme der Urkraft 1 von 13, Baron Northcrest. Das Ritual zur Nutzbarmachung der Urkraft hat einen schweren Rückschlag erlitten. Aber vielleicht besteht doch noch Hoffnung. Die Energie ist lediglich in ein schwächeres Gefäß übergewechselt, als vorgesehen war. Ich begreife zwar nicht, wie das möglich war, aber es muss einen Weg geben, sie in diesen Stein zurückzubringen. Ja, die Urkraft, diese ganzen irren Leute, die mit der Urkraft rumfummeln, die wollen nämlich versuchen, mit Hilfe dieser Energie, mit Hilfe dieser Urkraft, eine, ja, unbegrenzte Energiequelle aufzumachen, zu erreichen. Huxley, Chef, was im letzten. Okay, das hatten wir schon. Aufzug. Aufzugssperrung. Pidi, ich muss euch um einen Gefallen bitten. Der Aufzug zur Reformierung steht derzeit offen. Jeder kann einfach hineinspazieren und den Hochsicherheitstrakt einen Besuch abstatten. Ich möchte, dass du einen Schließmechanismus einbaust. Es geht dabei nicht nur um die Sicherheit der Insassen der Reformierung, sondern auch um unsere Patienten hier in der Heilanstalt. Was geschieht, wenn eins von Hanfields Subjekten ausbricht? Die Patienten in den oberen Stockwerken wären ohne jeden Schutz. Denk mal darüber nach. Wenn du Genehmigungen brauchst, besorge ich sie dir. Eliza. Fluchtnotiz. Avery, verzieh dich lautlos, ignoriere das Öl und das Glas. Sie dienen deinem Schutz. Entzünde eine Fackel und triff mich bei den Docks. Ich weiß nicht, was sie sind, aber wenn einer von ihnen hinter dir her ist, dann stecke den Mistkerl in Brand und lauf. Ich warte. T. Das scheint eine Insassennotiz zu sein, ein Insassenzettel. Wieso, das werdet ihr später sehen. Wobei, ich weiß nicht, das könnten vielleicht auch Angestellte sein, das ist sehr schwer herauszulesen.
Reizentzug. Die Türen von belegten Zimmern müssen stets geschlossen bleiben. Abkehr von den Sorgen dieser Welt ist Balsam für die Seele. Ja, die und ihre tiefgründigen Texte immer. Schauen wir mal, was ist das hier dann? Sensory Deprivation Chamber. Okay, gucken wir da mal rein. Lassen wir uns erschrecken. Alter, Elektrostühle, was soll denn die Scheiße hier? Krasser Mist, ey. Krasser Mist. Okay, da ist das Inventar voll. Das können wir nicht aufnehmen. Was ist das hier? Ein Spiegel. Ja, eine Spritze nochmal. Hinten sind Gitter, aber die können wir nicht auslösen. Ich bin wahrscheinlich an so vielen Zetteln noch vorbeigelaufen, weil 30 von 42 ist echt wenig, ey. Naja, okay. Da hinten die Tür ist offen, hier drinnen befindet sich nichts. Das ist der Schalter, mit dem wir den Generator wieder ankriegen. Effekte, die ganzen Lichter, ey. Meine Grafikeinstellungen hier sind zwar jetzt nicht die überragendsten, damit ich hier noch mit 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen kann. Und ich glaube, ich müsste mal meinen Prozessor übertakten, weil der hier ein bisschen Flaschenhals bildet. Aber trotzdem, das, was ich bis jetzt hier rausholen kann, ey. Hört mir auf, ihr krassen Typen, die das hier gemacht haben. So, da vorne ist die Tür geschlossen, durch die wir reingekommen sind. Hier sind wir reingekommen. Alter, auf zu klopfen, Mann. Und ich werde das jetzt hier exakt so machen wie in der letzten Folge. Oder im ersten Durchgang. Auslösen, draufklettern. Und. Tada. Da sind die Türen auch schon offen. Und ich muss jetzt mal wieder mein Mikro umstellen. Okay. So, Leute, ich habe jetzt mal eine Frage an euch. Das könnt ihr dann bitte in die Kommentare schreiben. Die ersten Folgen haben wir jetzt hinter uns gebracht, weswegen ich das ja eigentlich neu gestartet habe, wegen den ganzen neuen Schockmomenten, die ich umgangen habe. Wie findet ihr denn jetzt das Let's Play nach diesen Schockmomenten, nachdem wir das alles, diese irre Scheiße zusammen erlebt haben, weswegen ich das nochmal gemacht habe. Weil ich persönlich finde oder fühle jetzt, wie mir ein bisschen hier die Ausdauer weggeht, weil ich doch sehr fertig geworden bin. Schreibt einfach mal, wie ich das rüberbringe, ob ihr irgendwelche Vorschläge habt. Auch wenn es einfach konstruktive Kritik ist, dafür bin ich immer dankbar, wenn mir das dabei hilft, ein besserer Let's Player zu werden. Das kommt ja schließlich auch auf euch zurück, die Erfahrung dann. Neues Dokument. Alter, ein Skelett hier. So, dann mache ich mal hier auf. Noch ein Dokument. Wie viele Dokumente wir hier finden? Das ist noch irgendwo eins. Na, okay, dann lese ich erstmal die Dokumente und dann gehen wir mal zu diesem Stuhl. Dokumente, Kapitel 5. 10 Stück fehlen uns noch. Kalibrierung. Maschine muss vor Operation sorgfältig kalibriert werden. Das Durchdringen des Schleiers, der das Fenster zur Seele verhüllt, kann den Pfad zum Wohlbefinden enthüllen. 9.7.841 NR. Ich verstehe die unvermeidlichen Bedenken, aber ich sehe mich dazu gezwungen, Patientin 18 nach unten ins Gefängnisstockwerk zu verlegen. Mir ist bewusst, dass das nicht das übliche Vorgehen ist, aber das Subjekt muss zur Sicherheit aller isoliert werden. Das Gefängnisstockwerk ist der einzige geeignete Ort. Dr. Stedman. War das jetzt eine ernst gemeinte Nachricht von Dr. Stedman oder eher weniger? Weil Dr. Stedman ist ja, wie wir zum Beispiel von der Schwester, wie heißt sie, Auburn, glaube ich, oder Auburn? Moment, Kapitel 5. Aubermill, Schwester Aubermill, genau. Die hat auch keine so guten Worte über den Doktor verlassen. Keine guten Worte hinterlassen. Wie nennt man das dann? Egal, jedenfalls, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und ja, da weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich ein Risiko war für die anderen Insassen hier mit der Patientin Nummer 16 oder ob es einfach nur eine Ausrede war wieder für ihn, einen armen Patienten, eine arme Patientin, die vielleicht gar nicht hier rein gehört, ausweichen, okay,
der vielleicht gar nicht rein gehört, hier unten rein zu zwängen, um mit ihr irgendwelche irren Experimente durchzugehen. Und das werden wir jetzt sehen. Garrett, mach auf. Zeig ihm nicht, dass du Angst hast. Er darf nicht sehen, dass du die Kontrolle verlierst. Ich wollte ihn aufhalten, wollte mich selbst retten. Doch sie lassen mich nicht erwachen. Ich brauche die Urkraft aus dem Mädchen. Aber sie darf nicht sterben. Auf keinen Fall. Du verstehst die Angst nicht wahr, Garrett? Die Angst, gefangen zu sein, benutzt zu werden. Schnell! Sie verdirbt sie! Siehst du? Oh, ich zerstöre alles. Die Urkraft ist gefährlich. Sie muss beherrscht werden. Nein! Krass. Das ist nicht gut. Ich bringe sie wieder runter in die Gefängnisebene. So. Und das? Ich hielt dich für tot. Doch es war schlimmer. Du hast die Urkraft gestohlen. Jetzt will der Baron sie zurück. Sie haben die Gefängnisebene erwähnt. Ich muss wohl noch tiefer in dieses Loch hinein. Begib dich ins unterste Stockwerk der Heilanstalt. Ja, das war nämlich jetzt Baron Northcrest. Das war aber nur Baron Northcrest und... Na? Ich werde diesen Typen ausschalten. QKO schlagen. So. Der ist mir aber zu gefährlich, dass er ist nämlich so ein Unberechenbarer. Es waren Baron Northcrest und Dr. Steadman. Gut, jetzt habe ich seine Ohrringe. Den Typen hier, bei dem ist sowieso Hopfen und Malz verloren, schmeißen wir jetzt hier ins Feuer rein. Na komm. Na fuck it, okay, der bleibt einfach liegen. Alter, was ist das? Ah, noch ein Zettel. Sterilisation. Okay, hier sind Skelette. Hier befindet sich noch ein Spiegel. Und ein Tresor. Okay. Klopfen in den Rohren. Dann würde ich mal sagen, was das mit den Klopfen in den Rohren auf sich hat und ob wir den Tresor öffnen können, weil ich weiß nämlich jetzt nicht, wie das geht. Ich habe mir nicht alles vom letzten Mal gemerkt. Das, meine Freunde, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Thief, die Special Edition von mir, nur für euch mit richtig krasser Scheiße. Bis dahin. In meinen Träumen sehe ich sie sterben. Ich musste nie für etwas bezahlen. Bis jetzt.